Bereits zum 9. Mal startete am 2. Oktober 2024 in der Innenstadt das Essen Light Festival. Künstler aus ganz Europa zeigen an 16 Stationen, was mit Licht alles machbar ist. Eines der Highlights ist das Big Picture-Projekt des Berliner Künstlers Daniel Markgraf. Der projiziert rund 100 Werke aus dem Folkwang Museum auf die Gebäude und Menschen auf dem Kennedyplatz. Mit seiner Collage-Technik erschafft der Künstler eine surreale Welt, in die die Besucher eintauchen können. In der Dunkelheit bleiben die Augen Hüter alter Geheimnisse und verlorene Hoffnungen, glaubt der Künstler H.E.M. aus Italien. Light Connector ist eine Installation des portugiesischen Künstlerduos Ocubo. Das Besondere? Wenn die Besucher die Fläche auf dem Burgplatz betreten, werden sie selbst Teil des Kunstwerks. Love and War ist ein nicht fiktionales Werk über den Ukraine-Krieg. Es basiert auf Interviews, die mit Ukrainern und Ukrainerinnen geführt wurden. Eine Künstlergruppe aus Münster verwandelt den Essener Dom mit der Installation Licht und Segen in eine Art Disco. Jesus wird zum Rockstar. Gate of Worlds des Rumänen Radu Ignat nimmt den Besucher mit in fantastische Science-Fiction-Welten mit Bezug zum Jugendstil. Er will dafür sensibilisieren, wie sich der Klimawandel auf Flora und Fauna auswirkt.